So, willkommen zum achten Abschnitt, Paragraph 8, zählen. Ja, also wenn wir in einem Laplace-Raum sind, wenn wir mit einem Laplace-Raum arbeiten, ja, hier ist ein Laplace-Raum, Omega zusammen mit P, dann berechnet man die Wahrscheinlichkeit, eines Ereignisses. Ja, das Ereignis heißen A und es ist eine Teilmenge von Omega. Durch C. Ja, also was muss ich machen, wenn ich die Wahrscheinlichkeit von A ausrechnen will? Ja, was ist das? Na, da muss ich günstige durch mögliche rechnen. Und was sind die günstigen? Das ist die Anzahl der Elemente in A. Das sind die günstigen. Und hier sind die möglichen. Ja, und das, was ich hier mache, ist zählen. Ja, diese Sachen hier heißen, dass man zählen muss. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie von Mengen rauskriegen, wie viele Elemente da drin sind. Manchmal zählt man sie einfach durch, zum Beispiel bei der Menge aller Deutschen. Aber manchmal kann man es auch ausrechnen, zum Beispiel bei Sachen wie, ich würfel mal zwei Würfeln oder ich würfel mit, ich werfe 100 Münzen oder so. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Beispiel, Achtung, als Beispiel. Auch weiter auf der nächsten Seite, damit wir ein bisschen Platz haben. Achtung, als Beispiel. Hier ist das Beispiel. Ja, also sagen wir mal, die Aufgabe fängt so an. Eine Münze wird dreimal geworfen und dann eine Frage. Dann müssen wir jetzt erstmal ausfinden, was sind eigentlich die möglichen? Wie viele Möglichkeiten gibt es? Ich male mal ein Baumdiagramm. Ja, also ich fange hier an. Dann hier ist zum Beispiel eine Münze. Also es gibt Zahl und es gibt Adler. Ja, also nochmal Adler und Zahl. Adler, Zahl im ersten Abschnitt. So, dann würfel ich nochmal. Kann ich also Adler und dann nochmal wieder Adler bekommen oder Adler und dann Zahl. Oder zuerst Zahl und dann Adler. Na, das ist der zweite Wurf. Also hier ist der erste Wurf. Hier ist der zweite Wurf. Kommt der dritte Wurf, da habe ich wieder zwei Möglichkeiten, wieder Adler und oder Zahl. Ja, ich schreibe das mal hin. Also hier gibt es Adler, Adler, nochmal Adler. Adler, Adler und Zahl schreibe ich später hin. Adler. Adler. So. Also hier kann das passieren. Hier habe ich sowieso das zweite Zahl und das dritte kann jetzt auch eine Zahl sein. Und dann für dieses hier, das fängt auch an, Zahl, Zahl und dies hier auch mit Zahl. Zweimal Zahl. Und dann erstes Zahl und so. Ja, also wir haben hier am Anfang Zahl Adler und dann hier nochmal. Das sind also die Möglichkeiten. So, ja, sehen wir, wie viele Möglichkeiten es gibt. Hier ist der dritte Wurf. Ja, die Anzahl der Möglichkeiten, mögliche, kommt vielleicht hier hin. Also die Anzahl der Elemente von Omega, was auch immer unser Omega nachher sein soll. Ja, die soll sein, naja, das sind 8.
2 mal 2 mal 2, ne? 2 mal, dann mal 2, dann mal 2. Oder auch 2 hoch 3, das ist 8. Hier in der Stochastik wollen wir aber nicht nur die Zahl wissen, sondern wir wollen auch wissen, was für eine Menge wir hier nehmen können, ja, die zu diesem System passt. Und die Menge, die wir nehmen, ist diese hier. Ja, alle diese Sachen, alle diese 8. Wo man aufschreibt, was als erstes passiert ist, was als zweites passiert ist, was als drittes passiert ist. Ja? Also schreibe ich mal die Menge Omega hin, wie man das in der Mengentheorie vielleicht machen würde. Also Omega ist die Menge aller Zahlen, ja, aller Dinger. Und was für Dinger möchte ich haben? Ich habe hier irgendwelche Sachen, da gibt es ein x1, ein x2 und ein x3. Drei Sachen kommen hier vor. Eine erste Sache, eine zweite Sache, eine dritte Sache. Und was soll damit sein? Für die gilt, machen wir hier diese Zahl. Die erste Sache, die zweite Sache und die dritte Sache. Und jede für jede dieser Sachen, xi, ja, die soll ein Element sein von was für einer Menge. Ja, was dürfen diese Sachen sein? Die dürfen eben z sein oder a. Also, hier habe ich a zuerst gesagt, also in der Menge so. A dürfte da drin sein. Ja, also das ist hier, kann man noch sagen, i gleich 1 bis 3, damit man weiß, welches i hier gemeint ist. Also wenn i gleich 1 ist, dann ist es dieses hier, das ist ein a und z, das hier ist auch ein a oder z und das ist auch ein a oder z. Das ist genau das, was hier steht. Ja, das ist nur ein bisschen kürzer aufgeschrieben. Ja, dieser Strich hier, den liest man vor, so das. Ja, und diese Dinger hier, wenn ich eine runde Klammer aufmache und dann irgendwas reinschreibe mit Komma und dann eine runde Klammer wieder zu, diese Dinger heißen Tupel. Das ist also ein Dreitupel. Ja, wo drei Sachen drin sind. Ja, solche Sachen kennen Sie schon. Zum Beispiel in der Anfangsvorlesung hatten Sie zwei Tupel, zum Beispiel bei der Definition von einer Abbildung. Ja, also das hier kann man auch anders schreiben. Ja, wenn man das nicht so schön findet, kann man auch sagen, das ist dasselbe wie, ich nehme meine Menge mit A und Z, kreuz meine Menge mit A und Z, kreuz meine Menge mit A und Z. Ja? Also, vielleicht erinnern Sie sich an Ihre erste Vorlesung. Da gab es das Kreuzprodukt und das Kreuzprodukt heißt Tupelbilden. Ja, in der ersten Vorlesung hatten Sie vielleicht nur zwei zusammen, so, das ist die Menge der Paare, ja, von beiden AA, AZ, ZA und ZZ, das ist die. Und hier, das ist die Menge der Trippel. AAA, AAZ, AZA und so weiter. Ja, diese 8 Sachen. Ja, das ist die mathematische Schreibweise. Und tatsächlich, wenn ich das hier nehme, hat das 8 Elemente. Ja? Also in dieser Vorlesung wollen wir eben immer etwas mehr wissen, und zwar wie die Mengeninterpretation ist. Und das kann einem an vielen Stellen helfen, dass man jetzt nicht nur weiß, wie viele Elemente hat Omega, das hätten Sie vielleicht in der Schule gemacht, ja, sondern Sie wissen auch, welche Elemente hat. Ja, ist dann etwas schwieriger manchmal, sich das zu überlegen, aber es ist klarer und präziser und man kann weniger Fehler machen. Ja? Also, das hier ist das Beispiel für eine Münze wird dreimal geworfen. Ja?